Die Bozner Umfahrung ist wohl das wichtigste und größte Straßenbauprojekt der Landesregierung in den kommenden Jahren. Dank auch der Querfinanzierung mit der Brenner Autobahngesellschaft kann das Bauvorhaben in 4 Baulosen verwirklicht werden. Heute hat die Landesregierung das Projekt für die Umfahrungsstraße von Bozen bestätigt. Wir haben auch ein Gremium einberufen mit der Gemeinde Bozen und die Autobahn, um die Machbarkeitsstudie auch zu vertiefen. Es ist ein sehr, sehr wichtiges Bauprojekt, nicht nur für die Stadt Bozen, sondern für die Bürger und Bürgerinnen des ganzen Landes. Das heißt, es ist wichtig, dass unsere Hauptstadt auch von Finchgau-Pustertal-Unterland erreichbar wird. Es ist wichtig für unsere Bürger, es ist wichtig für die Wirtschaft. Im zweiten Baulos soll die Einsteinstraße unter die Erde verlegt werden, und zwar auf der Strecke der beiden Rondelle in der Galvani-Straße und in der Wurzi-Straße. 26.140.000 €. 55.165.000 € werden für das dritte Baulos, das die Verbindungsstraße zwischen Einsteinstraße und der Schnellstraße Meran-Bozen betrifft, investiert. Der einzige Abschnitt der Umfahrungsstraße, der nicht über die Brenner Autobahngesellschaft mitfinanziert wird, ist das vierte Baulos, 87.720.000 €, das unter dem Hörtenberg verläuft und den Anschluss an das Sarntal von Campil aus ermöglicht. Wir werden in den nächsten Jahren das Projekt erarbeiten mit der Verlängerung der Konzession der Autobahn werden wir das auch finanzieren und die technischen Eigenschaften vertiefen. Deswegen werden wir uns in den nächsten Wochen mit der Gemeinde Bozen und zuständigen Landesrat Florian Musner uns treffen und das Projekt weiterführen. Die Landesregierung hat heute beschlossen, dass die Stadtgemeinde Bozen die auslaufende Konzession der unentgeltlichen Nutzung der Sportanlagen des Landes im Talvergrün für weitere 9 Jahre nutzen darf. Zu den Anlagen zählt ein Fußballplatz, eine Baseballanlage, eine Dreifachturnhalle und eine Serie anderer Infrastrukturen.